Naglur Garden Villa, 7 Uhr morgens. Werner fährt mit seinen Hunden aus, Max und Bobo. Danach öffnet der Ingenieur seine Werkstatt und geht seinen Hobbys nach. Alle haben sie mit Technik zu tun. Schiffe. Das größte, was ich gebaut habe, ich kann nachher Bilder zeigen, ist 30 Meter gewesen. Das habe ich hier unten auf der Schiffswerft gebaut. Stapellauf nach 10 Monaten. Zuletzt hatte ich 42 Arbeiter angestellt. Das war damals das größte Glasfieberschiff in Südostasien. Das habe ich für meinen damaligen Chef gebaut. Dann habe ich jede Menge Autos gebaut, Ferraris, Lamborghinis und jetzt mein Kleinflitzer da unten. Damit nicht genug. Werner wollte ganz hoch hinaus. Und dann habe ich meine erste Flüssigkeitsrakete gebaut. Das war natürlich für mich, ja, ich hatte ja gar nicht die Erfahrung und das Bewusstsein der Risiken. Der Treibstoff ist Terpentinöl und Salpetersäure. Das ist nichts Besonderes. Die französische Angelique-Rakete flog damit und da habe ich das im Prinzip übernommen von. Nur ich habe einen Designfehler gemacht. Ich hatte den Säuretank oben und den Terpentinöl-Tank unten in der Rakete. Ich hätte das so machen sollen, denn das dünne Blech hält ja nicht lange für die Salpetersäure. Das erste Mal haben wir die Rakete benutzt, ging alles wunderbar. So, dann kam sie runter am Fallschirm. Naja, und dann habe ich sie wieder benutzt, aber dabei natürlich nicht darauf geachtet, weil das ja verkleidet war, dass der Säuretank schon leckte. Und der leckte dann auf den Terpentinöltank. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, kavum. Danach besann sich Werner auf sein erstes Hobby, Modellschiffe. Mit 8 Jahren hatte er damit angefangen. Der erste Modellbogen zum Ausschneiden kostete 50 Pfennig. Inzwischen ist er anspruchsvoller. Die meisten guten Modelle kommen heutzutage aus Polen. Es gibt aber immer noch einen, der ist fast noch, ja jetzt nicht mehr, aber das ist der Hamburger Modellbauverein. Der ist spitze. Die Deutschen hatten ja nicht so viele Kriegsschiffe. Und da die aber die in der Klasse jeweils immer die besten und schönsten gebaut haben, wo Prinz Eugen ja erkannt oder die ganze Welt sagt, das ist das schönste Kriegsschiff aller Zeiten gewesen. Ne? Man fängt an, die Grundplatte auszuschneiden. Darauf kommt ein Längsträger und dann die ganzen Spanten, also Querträger. Dann wird das durch das Deck und die Seitenteile verkleidet. Danach werden die verschiedenen Aufbauten, die Teile ausgeschnitten. Nur als Beispiel, die Bismarck besteht aus 10.000 Teilen. Ist also nicht für jedermann. Das sind auch nicht viele, die das geschafft haben. Werner kauft sich den Modellkatalog eines Schiffs, scannt die einzelnen Bauteile. Auf dem Computer legt er dann den Maßstab des zukünftigen Modells fest, druckt das Ganze aus und dann kann die oft wochenlang dauernde Arbeit beginnen. Dann mahnt Max seine Bedürfnisse an. Gassi gehen.